Waschmaschine von Miele, immer noch ein Gütesiegel. Nur Made in Germany dürfte bald seltener draufstehen. Teile der Produktion wandern nach Polen ab. Der Absatz schwächelt. Die Gründe vielfältig, wohl auch Managementfehler. In einem Interview mit der Zeit begründet der Geschäftsführer die Verlagerung von Deutschland nach Polen mit geringeren Lohnkosten und ergänzt: Die Energiekosten sind zum Beispiel drastisch geringer und es gibt weniger bürokratische Auflagen als hier. Die Wirtschaft in Deutschland schwächelt, das prognostizierte Wachstum nur noch bei 0,2%. Der Finanzminister sagt gestern Abend beim politischen Aschermittwoch dazu: Und damit werden wir wieder in der Schlussgruppe der entwickelten Wirtschaftsnationen sein. Ich weiß nicht, wie Ihnen und euch das geht. Ich finde das nachgerade peinlich. Wirtschaftsminister Habeck macht klar, die Hausaufgaben, die jetzt gemacht werden müssten, seien bekannt. Entbürokratisierung, Fachkräfte. Es sind ja so viele Menschen in Arbeit wie nie zuvor. Trotzdem gibt es sehr viele offene Stellen. Und offene Stellen ist nicht gemachte Arbeit, also verhindertes Wachstum. Immerhin gute Nachrichten von Microsoft. Gut 3 Milliarden Euro will das Unternehmen in Deutschland investieren, um seine Anwendungen im Bereich künstliche Intelligenz auszubauen. Der Kanzler verweist darauf, dass für ein Exportland wie Deutschland vor allem die schwächelnde Weltwirtschaft ein Problem sei. Aber wir warten auf den Moment, wo sie wieder schneller wächst. Und dann ist alles da, was die Unternehmen, die hier investiert haben und diejenigen, die von Deutschland aus investieren, vorbereitet haben. Wirtschaftsweise Veronika Grimm fordert, dass die Politik die strukturellen Probleme angeht. Mehr Menschen müssten in Arbeit und Investitionen in Zukunftsbereiche gelenkt werden. Im Moment wird viel Geld auch seitens der Politik ausgegeben, um die Bereiche zu unterstützen, die ihre Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Und das ist natürlich etwas, was uns nicht in erster Linie Wachstumschancen bringt. Der Druck auf die Regierung wächst, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Nur die Positionen liegen weit auseinander. Die FDP will Steuersenkungen, die Grünen wollen neue Schulden. Alte Konfliktlinien. Ein konkretes Konzept liegt bislang nicht vor.